Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar habe ich letztens in den Kommentaren gelesen, dass ihr gerne mal meine Einstellungen von Minecraft sehen würdet. Und dazu werde ich zwei Videos bringen, denn ich habe zwei verschiedene PCs. Einmal für einen etwas schlechteren PC, weil dieser hier, wo ich hier gerade zocke, wie ihr seht, habe ich nur 90 FPS. Das ist mein Ausweich-PC, weil ich halt ab und an mal hier bin und ab und an mal da bin. Deswegen, der ist immer, wenn ich woanders bin, am Start. Und ja, ist er wie gesagt etwas älter. Wir können aber hier schauen, er hat einen i3-Prozessor. Also hier, i3-Prozessor und eine ATI Radeon HD 5800. Ich glaube, die ist schon über ein paar Jahre alt. Ich glaube, das kann man besser so sagen. Aber wirklich, er ist... Dafür, dass er so alt ist, muss ich wirklich sagen, richtig guter PC. Wenn man die richtigen Texture Packs drin hat, kann man hier mit bis zu 500 FPS schaffen, wenn man diese Einstellung, die ich jetzt hier habe, übernimmt. Ihr könnt auch mit diesem PC mit HD Texture Packs spielen, wie zum Beispiel den Janskill Texture Pack. Ist halt sehr hochauflösendes Texture Pack. Und wenn man jetzt mal hier schaut, er braucht auch nicht gerade lange, um das Texture Pack zu wechseln. Und er hat immer noch 60 FPS, 70 FPS. Wenn ihr jetzt mal hier so schaut, Sichtweite 7, die ganz normale PvP-Einstellung, FOV auf 99. Und ja, damit kann man echt super spielen, auch mit HD Texture Packs. Und ja, jetzt stelle ich euch hier einfach mal meine Einstellungen von diesem PC hier vor, wie ich so spiele. Ja, gehen wir erstmal ganz normal zu den Mod-Settings, wenn ihr Labi-Mod besitzt. Achso, ja, man könnte auch hier anfangen. Die FOV ist 99. Habe ich hier gerade eingestellt. Damit spiele ich sie eigentlich immer. Ich spiele nicht auf Quake Pro, weil ich das einfach nicht kann. Und ja, gehen wir zu den Mod-Settings, den Account-Manager. Damit kenne ich mich jetzt echt nicht irgendwie aus. Keine Ahnung, fragt mich darüber nichts aus. Ich habe das mal mit installiert, keine Ahnung. Ja, der Damage Indicator ist ja auf Gomme eh verboten. Ich nutze ihn eigentlich kaum. Aber wenn, dann habe ich das Layout halt auf Nummern und das Scale auf 100 gelassen, weil es sonst einfach zu groß und unübersichtlich wird. Ja, Direction Hut habe ich hier drauf aus, weil ich kein SG-Spieler bin. Das ist halt eher so für SG-Maps. Dann mache ich sie auch meistens an. Aber so halt eigentlich nicht. Ja. Dann meine Toggle Sneak Einstellung. Das ist schon relativ wichtig, weil das ja auch mit Toggle Sprint ist. Ja, Toggle Sneak habe ich auf Force gesetzt, weil es mich persönlich sehr abfuckt. Außerdem, wie soll man damit eageln? Ich würde das nicht schaffen. Ich habe Toggle Sprint an und ja, auf welche Taste ich da drücken muss, könnt ihr ja gleich sehen. Das ist die ganz normale Sprint-Taste dann. Show Status on HUD, also das wäre dann hier, würde das dann angezeigt werden, da. Dann könnte man hier halt die ganzen Sachen customizen, aber ich habe es ja auf aus, also ist es eigentlich egal. Fly Boost interessiert mich eigentlich nicht, ich mache ihn eigentlich mal auf 10 für den Spectator Mode, ist ja eigentlich ganz gut, falls man mal schneller von der einen Seite zur anderen will, ist es ganz praktisch. Ja. Das waren die Mods, die bei Labi-Mod mit installiert wurden. Ja, die Skin-Customations für meinen Skin sehen so aus. Ist jetzt nichts Besonderes. Und ja, Music and Sound. Da habe ich das Master Volume auf 24%, dass ihr halt immer noch ein bisschen was von den Ingame-Sachen hört. Musik habe ich komplett off, weil die Minecraft-Musik mich einfach komplett abfuckt. Das Wetter habe ich eigentlich etwas leiser, keine Ahnung, warum es gerade so laut ist. Eigentlich immer so auf 20%, weil der Regen schon echt laut ist, wenn er da ist. Und ja. Ja, Mobs habe ich auf 90% Lautstärke, Players auf 100. Ist bei PvP halt recht gut, weil man dann immer so hören könnte, wo der Gegner ungefähr ist. Jukebox habe ich auf 15%, weil manchmal sind da irgendwelche Leute, die immer in den Jukeboxen rumspielen auf irgendwelchen Maps und das fuckt einfach nur mega ab. Aber falls so Minigames oder sowas kommen wie bei Mario Party, dass man da mal hören muss, stelle ich es einfach lauter.
Ja, Blocks habe ich auch auf 100%, weil man da auch zum Beispiel bei UHC könnte man super hören, wo dann die Blöcke abgebaut werden. Ist auch sehr nützlich. Ja, freundliche Kreaturen wie Kühe, Schafe, bla bla bla, auf 2%, weil es einfach unnötig ist und einfach nur nervt, zumindest mich. Und ja, Environment habe ich auf 42%. Ja, was soll man da noch anderes zu sagen? Dann kommen wir zu den Video-Settings, wahrscheinlich das, was euch am meisten interessiert. Und zwar habe ich hier die Grafik auf Fast gestellt, weil es halt einfach so viel, viel angenehmer ist und viel mehr FPS bringt. Smooth Lightning habe ich auf Off gestellt, weil es halt einfach hier auch angezeigt wird. Ist halt einfach die Faster-Version. So gibt halt mehr, einfach mehr FPS, was bei schlechteren PCs auch wirklich einfach vorteilhaft ist. Ja, Smooth Lightning Level habe ich auf 100%, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe halt einfach gerne etwas mit Schatten, dass es halt doch ein bisschen realistischer wird. Und ja, das Guy-Scale habe ich auf Auto. Es wird halt gesagt, dass es vielleicht so faster sein soll, aber ja gut, Leute, wer kann so irgendetwas machen? Irgendwie Equipment oder so könnte ich nicht. Ja, auch hier oben kann man nichts mehr lesen. Ich sage dazu mal nichts. Also wie gesagt, lieber auf Auto. Brightness auf Bright, weil so schon echt dunkel ist. Es gibt zwar etwas mehr FPS, aber ja, gut. Fog habe ich halt off, weil es einfach nur stört persönlich. Und ja. Shader habe ich keine installiert, weil ich auf diesem PC einfach nicht mit Shader spielen könnte, weil es einfach nur laggen würde. Und ja. Die Details. Ich habe die Wolken ausgemacht, weil es einfach bei Bed Wars extrem stört, da die meisten Höhen so um die 100 sind und da sind halt schon die Wolken dann in deiner Fresse. Das stört halt schon extremst. Ja. Alles, was jetzt hier auf Default ist, kann man auch auf Fast machen. Es gibt da natürlich nochmal ein bisschen Boost an FPS, weil es halt einfach besser als Default ist. Wird ja auch hier angezeigt, faster. Und ich habe jetzt Sky, Sun and Moon und Rain and Snow aufgesetzt. Das ist, also Rain and Snow ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass ihr es aus habt, weil bei manchen PCs laggt es extremst, wenn es dann regnet, weil es auch einfach, ja, richtig viele Texturen nochmal sind, die immer geladen werden müssen und dann auch noch runterfallen halt. Und bei schlechteren PCs ist es einfach nicht möglich, das dann lagfrei darzustellen. Ja, dann gehen wir mal zu den Animationen. Da habe ich einfach alles auf an, weil ich irgendwann mal alle auf off hatte und da hat der Kompression nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und ja, das war dann schon ein bisschen fail, deswegen lasst ihr einfach alle on. Passiert nicht viel. Render Distance auf 7, weil mehr braucht man einfach nicht, weil die Skins auch erst ab 6 Chunks geladen werden. Also die Gegner und ja, 7 ist für PvP eigentlich wirklich perfekt. Es sieht nicht zu viele FPS. Es nimmt auch nicht allzu viele. Und ja. Also man könnte auch auf 8 spielen, das ist halt das Normale. Aber ich persönlich spiele immer auf 7, auch auf dem anderen sau guten PC spiele ich wirklich nur auf 7. Ja, Framerate habe ich auf Unlimited. Man könnte es jetzt auch auf 120 limitieren, was nichts bringt, weil er eigentlich kaum auf 120 mit einem HD Texture Pack kommt, aber ich lasse es trotzdem einfach auf Unlimited. Ja, Gehbewegung habe ich auch ausgemacht, da ich persönlich finde, dass man mit Gehbewegung viel schwieriger igeln kann. Aber okay, ist eure Meinung, es sieht keine FPS, ist Gewöhnungssache. Ja, VBOS habe ich angemacht. Bei manchen PCs ist es dadurch schneller, bei manchen eher langsamer. Kommt auch wirklich auf den PC an, weil bei Off seht ihr jetzt schon, habe ich nur noch 50 FPS. Geht jetzt wieder hoch, aber gleich in-game hätte ich halt zu wenige. Ich habe es immer an, auch bei dem anderen PC. Probiert da selber mal ein bisschen rum, was bei euch besser wäre. Ja, Alternate Blocks habe ich off. Ja, habe ich eigentlich off, weil bei On zieht schon wieder ein bisschen FPS, weil das dann eher so, die Texturen werden dann mehr, ja,
überlappend angezeigt, dass es halt schon etwas schöner aussieht. Also es sieht dann schon ein bisschen schöner aus, wie gesagt. Es ist dann für Leute, die es gerne schön in Minecraft haben wollen, eine schöne Einstellung. Ja, der Fog, den Fog haben wir ja eher ausgestellt, also juckt das hier schon mal keinen. Dann gehen wir mal zu Quality. Und zwar habe ich da Map Level komplett aus. Das liegt einfach daran, dass es dann laggt. Und ja, wer einen guten PC hat, dem kann ich wirklich empfehlen, mit Map Level auf 4 zu machen. Damit respawnt man wirklich etwas schneller, meiner Meinung nach. Ich habe es mal gemacht, man respawnt damit wirklich schneller, aber ich habe den Respawn-Code, also. Und ich werde ihn noch nicht veröffentlichen, Leute, weil es einfach der Codierer davon nicht will. Und ja. Probiert man da auch ein bisschen rum. Es kann wirklich mit der Respawn-Zeit zusammenhängen. Ja, hier habe ich ansonsten alles auf off, bis auf Random Mobs. Das ist halt dann ein bisschen. Ja. Ist zwar ein bisschen langsamer, man kann auch auf off machen. Ist mir persönlich egal. Es ist halt eher so. Ich meine, das ist der Skin der Mobs. Kommt auf das Texture Pack an, wird hier auch gesagt unten. Und ja. Dann gehen wir mal hier zu Performance. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Hier auch die Chunk Updates auf 5. Weil wenn ihr sie auf 1 habt, kann es auch passieren, dass er etwas langsamer respawnt. Und ja, die Chunks werden halt nicht so schön schnell geladen. Kann halt dann auch. Es sieht halt ein bisschen hässlich aus, um ehrlich zu sein. Aber naja, gut. Manchmal habt ihr dann halt so weiße Bereiche und so. Das ist dann wirklich hässlich. Smooth FPS on. Könnt ihr auch off machen. Kommt auch wieder ein bisschen auf den PC an. Ja, Fast Render on. Lazy Chunk Loading off. On, off, on, steht bei mir immer off, komischerweise. Ich weiß nicht so ganz, was das zu sagen hat. Ich glaube, es hängt bei mir irgendwie manchmal ein bisschen. Na, ich weiß es halt, wie gesagt, nicht. Habe ich aber wirklich auf off, eigentlich. Ich weiß nicht, wie oft ich gedrückt habe, keine Ahnung. Ich kann auch sein, dass es jetzt auf on steht, ich weiß wirklich nicht. Ja, Smooth World on, Fast Math on und Dynamic Updates on. Ja, und Others ist einfach nur noch Kleinscheiß, um ehrlich zu sein. Ich kann euch nur empfehlen, hier die Einstellung zu übernehmen, weil manchmal, wenn ihr dann hier F3 drückt, kann halt sein, dass dann da noch andere Scheiße angezeigt wird und das irritiert dann schon echt extremst. Ja, und jetzt zeige ich euch natürlich noch die weiteren Einstellungen. Language ist natürlich egal. Super Secret Settings aus, Broadcast Settings brauche ich nicht, weil ich nicht livestreame. Controls, zu den Label Mod Settings kommen wir gleich noch. Controls. Und zwar meine Maus-Sensitivität ist hier auf ja, ca. 100, also ganz normal. Den Rest verstelle ich an meiner Maus, könnt ihr hier sehen. Ich habe hier Buttons dafür. Und ja. Ganz normal hier Attack auf Linksklick, Drop Item auf Q, Pick Block auf 3 im Creative Modus und Place Block auf Rechtsklick. Und jetzt zu den Hotbar Slots. Da habe ich genau eine Sache verändert, und zwar habe ich Slot 9 auf X gelegt, dass ich da einfach besser dran komme, weil ich den einfach mit dem Daumen flüssig übernehmen könnte. Von der Leertaste her ist es beim Equipment etwas leichter für mich. Ja, ansonsten alles halt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inventory ganz normal auf E gelassen. Und ja, Take Screenshot habe ich auf 12 gelegt, anstatt auf F5, weil ich auf F5 Mikrofon Mute im Teamspeak habe. Toggle Fullscreen ganz normal auf F11 und jetzt die Toggle Perspective. Take Screenshot war, glaube ich, war das F12, keine Ahnung. F5 war auf jeden Fall, kann ich euch kurz einmal zeigen. Ist ja das hier, F5 Modus nennt man das ja auch, aber ich habe es auf C gelegt. Wie gesagt, weil ich auf F5 halt Mikrofon mute habe. Und ja, ist halt wirklich praktisch auch da, weil es wieder nah bei der Leertaste ist für mich. Den Zoom habe ich auf F gelegt, weil es einfach auch so recht angenehm ist. Ja, Sneaken auf Shift und Jump auf Leertaste. Sprint auf G. Das heißt, ich muss dann immer nur einmal G drücken, weil ich ja Toggle Sprint habe. Und dann sprintet er die ganze Zeit durch. Strafe left A, strafe left D, walk backwards S und walk forwards W.
So, Tab, Liste der Spieler, Chat öffnen mit T und ja, ansonsten alles so gelassen, wie es war. Snooper Settings kenne ich nicht, ich mache da jetzt einfach mal nichts dran. Und jetzt kommt zu den Labi Mod Settings. Und zwar lasse ich mir im Game anzeigen, welche, also hier kann man auch nochmal schön sehen, dass ich nicht hacke, falls mal irgendwer behaupten sollte, ich hacke. Weil dann wäre hier ja noch irgendwas anderes zu sehen. Und zwar die Labi Mod Settings sind in-game. Lasse ich mir die FPS, die Uhr ab und an und also nicht immer lasse ich mir die Uhr anzeigen. Wenn ich irgendwie eine Zeit wissen muss, wann ich los muss oder so, lasse ich mir halt die Uhr anzeigen. Und die Koordinaten lasse ich mir zeigen. Ja, ansonsten habe ich alles off, weil es einfach unnötig ist und Platz raubt in der Sicht. Ja, meine Formatings sind hier relativ schlicht, sag ich mal. Ich habe mir hier noch eine Nachkommastelle anzeigen lassen und ansonsten ja alles weiß eingestellt. Hier bei den Texten könnte ich mal langsam auf rot stellen, das passt dann auch wieder zu mir, da rot ja wie vielleicht bekannt meine Kanalfarbe ist. Und wer auch immer da gerade rumhüpft, hat ADHS anscheinend. Und ja. Könnt es auch noch so machen oder so, wie man will. Ja, Animations für jetzt vielleicht auch noch für einige interessant, und zwar Damage auf 1,7, Heart auf 1,7, Bow auf 1,7, Tablist habe ich auf 1,8 gelassen, Blockbuild auf 1,7, Sword auf 1,7, Blockhit auf 1,7, Phishing auf 1,7, Sneaking auf 1,7 und Inventory auf 1,7. Gott. Ja. Was soll man da noch anderes zu sagen? Guy Settings. Da habe ich einfach auf Armor hat, habe ich Durability on only. Also nur wie viel Haltung sie noch haben, sag ich mal. Und ja. Direct F Layout. Direction F Layout. Interessiert mich eigentlich nicht, weil ich es nicht benutze. Und ja, die Mod Scale habe ich auf diesem PC auf 63%, weil ich auf dem Fernseher zocke und da schon ein bisschen mehr sehen muss. Ja, Potion Size normal, Guide Position Left, Online Friends Bottom und Armor Hard Position Top. Ja, die Extras, da habe ich den Klicktest momentan on, er zieht wirklich FPS, den könnt ihr eigentlich auslassen. Lasse ich jetzt wahrscheinlich auch, weil es einfach richtig viel FPS sieht. Show my name on, einfach weil es sonst komisch ist, wenn man seinen eigenen Namen nicht sieht, finde ich persönlich. Capes on, Food Saturation on, das ist halt dieser zweite Balken darüber. Smooth FPS off, AFK Timer off, Ping on Tap off, Show Online Players off, Speed FOV on. Wenn ihr das aus habt, dann habt ihr nicht diese Speed Animation am Rand. Main Hand Right, das ist ganz wichtig, sonst habt ihr nachher die Schwerter in der linken Hand, das verwirrt extremst. Da könnte man auch Challenges draus machen, weil es einfach ungewohnt ist. Ja, den Rest alles auf Off, bis auf Cosmetics. Und ja, wenn ich die jetzt off machen würde, wären dann auch meine Flügel weg. Ja, also bei allem sind sie dann weg. Na gut, wer macht denn da draußen die jetzt so ein bisschen Feier? Wartet mal, Leute, ich muss kurz das Fenster zumachen. Nice one. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. So. Da bin ich wieder. So, Server Support. Habe ich alle bis auf Brawl on. So, gommelite.net. Da habe ich den Bedwars Timer auf Left. Kann man aber auch auf die rechte Seite tun. Keine Ahnung, ist Geschmackssache. Und ganz wichtig, die Bed Wars Teams off. Da werden ja die Teams und alles angezeigt, ob die noch ein Bett haben, über der Insel angezeigt. Und zwar, wenn ihr dann durch diese Anzeige durchigeln wollt, buggt es manchmal und ihr
fällt dann das Igel. Ist zumindest mir immer passiert dabei. Nicht, weil ich verwirrt war, sondern weil es wirklich verbuggt war. Deswegen habe ich einfach auf off. Auto lief an, Bedwars Timer an und Show Nickname an. Ja. Das Menü ist bei mir so eingestellt, dass ich Tags machen kann, Confirm Disconnect an und sonst alles off, weil es eigentlich nur nervt, vor allen Dingen Mojang-Status, das braucht keiner. Teamspeak habe ich immer alles an, dass ich hier an der rechten Seite oder linken Seite alles sehen kann, was passiert, wer gerade spricht, und im Chat lasse ich mir die ganzen Sachen anzeigen, wenn einer was schreibt oder so, was man hier machen kann. Die Farben kann natürlich wieder jeder selber einstellen. So, der Minecraft-Chat, habe ich einen Chatfilter, Autotext, Extra-Chat, alles so eingestellt. Ist auch wieder Geschmackssache, kann jeder machen, wie er will. So. Was man auch nochmal hier sehen kann, also wenn man dann T drückt, sind die ganzen Minecraft-Chat-Sachen hier, die ganzen Autotexts. Die Filter. Und die Symbole, die man hier schreiben kann. Was dann zum Beispiel so aussehen würde, würde dann geschrieben werden, aber es funzt ja nicht, deswegen, was wäre das denn? Ach, keine Ahnung, könnt ihr selber ausprobieren, Leute. Ich will das Video auch nicht zu lang werden lassen. Also, das waren meine Settings für Minecraft auf dem, ja, PC, etwas schlechteren PC. Und ja, Gesundheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.